Hi, willkommen bei Grill Chill Barbecue und Lifestyle. Heute gibt's Schwertfisch. Zuerst Sous-Vide bei 50 Grad, 20 Minuten gezogen. Dann auf dem Grill, auf der Plancha, schön ein bisschen Röstaromas ran. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen Olivenöl, einen guten Schuss, zwei Zweige Rosmarin, vier mittelgroße bis große Knoblauchzehen und einen guten Schuss Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Und hier noch unseren Hauptdarsteller, der Schwertfisch. Das sind 7 Tranchen, je 200 Gramm, also 1,4 Kilo. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann geht's gleich los mit der Marinade. Starten wir gleich durch, nehmen uns die Knoblauchzehen, schneiden die mal grob klein. Und geben die schön Mörser rein. Rosmarin, Blätter abzupfen, einmal von oben nach unten, geht am besten. Und das Ganze auch ein wenig fein hacken. Ganze auch Mörser rein. Nehmen wir uns eine Zitrone, halbieren die, drücken da mal eine Hälfte gut rein. Das reicht. Dann noch ein wenig Pfeffer und Salz. Guter Esslöffel. Und dann mal gut mörsen. Wenn es eine gute Matsche geworden ist, ein guter Schuss Olivenöl dazu. Den Rest noch rein. Und dann haben wir unsere Marinade schon fertig. Ich putze mal schnell ein bisschen rum, dann sehen wir uns gleich wieder. Nehmen wir unseren Schwertfisch, gebe sie mal so eine Schale vom Schweden des Vertrauens rein. Dann nehmen wir uns die Marinade, geben die schön drüber. Und verteilen das gut über das Ganze, den ganzen Fisch, dass überall schön was rankommt. Riecht schon fantastisch. Nach Knoblauch und Rosmarin. So seht ihr es, ist überall schön was dran. Jetzt mal schnell die Hände ein bisschen putzen. Ne? Dann habe ich hier einen schönen Vakuumbeutel vorbereitet. Der hoffentlich genug lang ist für alle. Und dann geben wir uns die schönen Stücke da rein. Und den Rest der Marinade natürlich auch dazu.
und dann wird das schön mal eingeschweißt. So sieht das schön eingeschweißt aus. Kann sich die Marinade da gut einziehen und dann warten wir bis morgen, packen die nochmal aus und dann geht's sous vide und nachher kurz auf den Grill. Bis später! So Freunde, wir haben es geschafft. 20 Minuten sind rum, da könnt ihr noch eine Stunde drin lassen. Der kann nicht übergaren, das ist der Vorteil hier beim Sous Vide. Übrigens, wer noch wissen will, wie das Plastikteil hier heißt oder die Nummer, das ist die 202.574.95 vom Schweden des Vertrauens. Falls jemand die gut findet, kann er das machen. So sieht unser Schwertfisch nun aus. Der wird ausgepackt und dann geht es rüber an den Grill. Ich verwende hier die Plansche. Das ist immer gut. Wow, Leute, das riecht fantastisch. Und jetzt noch schön anknuspern. 40 Sekunden von jeder Seite. Das reicht schon. Nehmen wir raus und testen ihn gleich an. Let's go! So Freunde, ihr habt es gesehen. Sieht mal lecker aus, riecht fantastisch. Nun wird auch angetestet. Bisschen Pfeffer und Salz darf nicht fehlen. Dann vorher wirklich ganz kalt ist, schneiden wir da mal ein Stückchen raus. Sieht fantastisch aus und wünschen Gute. Freunde, der ist butterzart, riecht unglaublich nach dem Knoblauch. Pfeffer und Salz natürlich. Und zergeht auf der Zunge. Genial, genauso mache ich es. Meine Verwandten und Kollegen sind hier. Jetzt mache ich noch den Rest. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, ein Abo nicht vergessen, einen Job reinschauen, hier zwei weitere Folgen für euch. Und schaut auch wieder mal rein bei Green Chill Barbecue Lifestyle International bei Facebook. Und bis zum nächsten Mal bei Green Chill Barbecue & Lifestyle. See ya!